Hey, hallo und guten Abend, herzlich willkommen zu unserem dritten Online-Jugendgottesdienst. Wir müssen jetzt schon wieder dieses Online-Format wählen. Beim letzten Mal im Oktober, 5 Monate her ist jetzt ungefähr, konntet ihr euch noch zu 10 vor den Bildschirmen versammeln. Das dürfte jetzt für die meisten von euch auch nicht mehr möglich sein. Genau, aber wie dem auch sei, sind wir heute wieder hier, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und diesen Gottesdienst wollen wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wisst ihr, im letzten Jahr gab es so einige Dinge, wo ich mir gedacht habe, macht das wirklich Sinn? Irgendwie nicht. Und eins von diesen Dingen hat seine Schatten bis in Februar reingeworfen. Und zwar war da dieser 43-jährige Typ, der für 50 Millionen US-Dollar von Boston nach Tampa gegangen ist und wo sich irgendwie alle einig waren, das wird nicht funktionieren, das macht irgendwie keinen Sinn. Und wie es halt so kommt manchmal, ne, ist dieser Typ nach Tampa gegangen und im Februar hat Tom Brady seinen 7. Super Bowl gewonnen in einem neuen Team, ohne Preseason. Und alle dachten sich so, okay, hat scheinbar doch Sinn gemacht. Irgendwie ist ein bisschen so mit Gott auch. Seit Menschengedenken stellen wir uns die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und manche von euch wird sich vielleicht denken, diese Sache mit diesem Gott, das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Vielleicht auch mit guten Gründen. Aber wir wollen heute Abend ein bisschen ergründen, ob das nicht vielleicht doch Sinn macht. Bevor wir aber beginnen mit der Musik, möchte ich euch noch auf unser Gewinnspiel hinweisen. Das findet ihr auf Instagram. Dort gibt es einen Post mit der Frage, welches Ereignis lässt die Frage nach dem Sinn in den Hintergrund rücken? Um teilzunehmen, müsst ihr einfach nur auf diesen Post antworten und am Ende des Gottesdienstes werdet ihr dann per PN benachrichtigt, wenn ihr gewonnen habt. Und jetzt Musik. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir Jugendgottesdienst feiern dürfen, auch irgendwie auf eine andere Art und Weise wie sonst so. Wir hocken hier im Studio, nehmen ein bisschen Musik auf und ja, haben voll Spaß dabei. Ich danke dir so sehr, dass wir so privilegiert sind, das hier zu machen. Ich möchte dich bitten, dass du den Leuten, die jetzt hier zugucken, dass du Segen schenkst, dass du eine offene Ohren schenkst für dich, dass sie bereit sind, dich zu hören und dass auch wir hier bereit sind, dich zu hören und ja, dir zu gehorchen auch. Vater, ich danke dir, dass wir hier unendlich privilegiert sind in Deutschland, dass uns so gut geht. Und ich möchte für die bitten, die gerade irgendwie, ja, die leidet, die krank sind. Bitte schenk du der heilende Hand und schenk du auch Trost da, wo es dran ist. Ich danke dir, dass wir in dir jemanden haben, wo wir einfach zurückkommen dürfen, wenn uns alles andere nervt, wenn uns irgendwie alles zu viel wird, können wir zu dir kommen und in dir Ruhe finden. Ich möchte dich bitten, dass wir das schätzen lernen, dass wir wirklich, dass du schätze wisset, dass du so einer bist, dass du unser Vater bist, zu dem wir kommen dürfen und alles abladen dürfen. Und dass, wenn wir es bei dir abladen, dass es dann einfach auch bei dir ist, dass uns das bewusst ist, möchte dich bitten drum. Ich bete für den Gottesdienst hier, dass du uns segnest und dass es zu deiner Ehre ist. Amen. Thank you.
Bevor wir gleich zur Message kommen, die heute der Felix hält, habe ich noch drei Fragen an dich, Felix, dass wir dich noch ein bisschen kennenlernen können. Die erste Frage ist, du kommst ja eigentlich aus Laichingen, aber bist hier offensichtlich nicht im Studio, ich bin hier irgendwie alleine. Wo treibst du dich gerade rum und was machst du da eigentlich? Die zweite Frage ist, du als Patriots-Fan, was war deine erste Reaktion, als du erfahren hast, dass Tom Brady die Patriots verlässt? Und die dritte Frage ist, wie kommt es, dass du dich für das heutige Thema entschieden hast? Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich würde zuerst die Fragen von Mane beantworten, die er mir gestellt hat. Und die erste Frage ist ja, warum ich hier nicht im Studio bin. Das ist so, ich habe mich entschieden, die Wintersaison als Skilehrer in Österreich zu verbringen. Deswegen bin ich hier auch in Österreich, in der schönen Steiermark. Und ja, genieße den Winter hier und kann hier Skifahren und ein bisschen Skiunterricht geben. Genau, das ist so die erste Frage, die ich beantworten sollte. Und bei der zweiten Frage, da werden in mir, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Wunden wieder aufgemacht. Als Tom Brady die Patriots verließ, habe ich mir gedacht, ja gut, Bill Belichick, der Coach der Patriots, wird sich schon irgendwie was aus den Fingern saugen, dass es wieder eine erfolgreiche Saison wird. Jeder, der sich ein bisschen mit Football auskennt, weiß, dass das nicht so ganz der Fall war und deswegen, ja, war es diese Saison nicht so erfolgreich, aber ich bin zuversichtlich, dass die nächste Saison wieder besser wird. Genau. Und die dritte Frage, die Mane mir gestellt hat, die nimmt schon ein bisschen was von meiner Predigt weg, warum ich mich für dieses Thema entschieden habe. Ja, es war ein relativ persönliches Erlebnis, das ich hatte. Und möchte ich euch nachher in meiner Message erzählen. Und ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Genau, so viel zu den Antworten. Und die dritte Frage beantwortet sich einfach nachher noch. Ich möchte dann noch kurz zum Anfang beten und dann möchte ich auch schon mit meiner Predigt starten. Vater, ja, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen und ich danke dir, dass ja, sich ein paar Leute wenigstens vor die Bildschirme setzen und diesen Jugendgottesdienst halt anschauen. Ich danke dir, dass wir hier die Möglichkeit haben, das so aufzunehmen und ja, doch über die Distanz auch hinweg zu arbeiten und dass es funktioniert. So bitte ich dich jetzt für die Message, sprich du durch mich und ja, lass du durch jeden was mitnehmen. Amen. Genau, dann möchte ich gleich mal anfangen und starten mit der Frage, macht das alles einen Sinn? Ich denke, ihr habt es auf den Flyern gelesen und ja, es ist oft die Frage, was das Sinn macht und ich schätze, dass ihr schon oft euch die Frage gestellt habt, was macht es Sinn? Kommen wir zu meinem persönlichen Erlebnis, was mich bewogen hat, dieses Thema auszuwählen. Und zwar war es schon einige Jahre her. Ich weiß nicht mal ganz genau, wann das war, aber es ist schon ein bisschen länger her. Und wir veranstalten als CVJM Laichingen für die Jungscharkinder immer jedes Jahr ein Zeltlager im Haufental. Und ich denke, viele von euch kennen das und wissen, was es ist und waren vielleicht auch selber schon dabei. Und es geht immer von Donnerstag bis Sonntag. Und am Dienstagabend wird der erste Teil immer schon aufgebaut und mittwochs werden dann die restlichen Arbeiten voll gemacht, dass das am Donnerstag steht und dass die Kinder dann kommen können und eine gute Zeit haben. Und wie in auf dem Zeltlager war ich wieder als Techniker dabei und ich war somit für den Aufbau verantwortlich und alles, was da drumherum stattfindet. Und an diesem Jahr war es irgendwie ein bisschen komisch, weil der Dienstag nicht so irgendwie so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Und irgendwann wurde es halt dunkel und wir mussten halt aufhören zu arbeiten und haben beschlossen, den Rest schaffen vor Mittwoch. Aber irgendwie wurde mir bewusst an diesem Abend, dass es noch so viele Sachen zu arbeiten gab. Und ja, die sind normalerweise dienstags schon erledigt und wir hatten sie einfach nicht fertig gemacht. Und sollten die dann am Mittwoch alle noch erledigen. Aber am Mittwochmorgen
war klar, ja, so viele Mitarbeiter sind wir gar nicht. Wir werden insgesamt 6 Leute sein und ja, das wird nicht allzu viel sein, aber irgendwie werden wir das schon schaffen. Aber mir kam an dem Dienstagabend kamen mir irgendwie die Gedanken, für was mache ich das eigentlich? Eigentlich wollten wir doch den Kindern eine gute Zeit bieten, dass sie Spaß haben und ja auch eine, dass sie auch was von Gott erfahren. Aber warum ist denn die Situation so bescheiden und warum ist Gott nicht in dem Moment da? Ich wusste nicht so ganz genau, wie wir die ganzen ausstehenden Aufgaben noch erledigen sollten, aber ja, der Dienstag hat einfach nicht so geklappt wie davor. Und wo war Gott in der Situation? Weil wir machen das ja eigentlich nur für ihn und nicht für uns. Das hat in mir ziemlich starke Zweifel aufgebracht und ja, ich wusste nicht so richtig, wie ich mit umgehen soll. Und die gingen echt relativ weit und ich habe mir die Frage gestellt, nicht nur warum mache ich das Ganze, sondern warum glaube ich überhaupt an Gott? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt und oder warum du überhaupt an Gott glaubst. Oder fragen wir mal ganz anders. Hast du dir schon mal überlegt, warum du nicht an Gott glaubst? Oder weißt du, warum du nicht an Gott glaubst? In meinen Vorbereitungen für die Predigt habe ich ein paar Leute aus meinem Umfeld gefragt, ob sie mir ein kurzes Video schicken können, in dem sie die Frage beantworten, warum glaubst du an Gott? Und ja, sie sollten einfach mal Stellung beziehen und die Frage beantworten, warum sie an Gott glauben. Ich habe sogar ein paar Rückmeldungen erhalten. Ich bin ganz dankbar darüber und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich glaube an Gott, weil Jesus mir meine Tränen trocknet und er mir einen wunderbaren Halt in meinem Leben gibt und er mir von Anfang an lieb gemacht wurde. Ein Vater opfert seinen eigenen Sohn, lässt ihn sterben, allein aus Liebe zu uns Menschen, dass wir zu diesem Vater, zu Gott, eine persönliche Beziehung haben dürfen, obwohl wir es absolut nicht verdient hätten und wir müssen nicht mal was dafür leisten. Und das hört sich eigentlich so absurd an, dass sich irgendwie jemand ausgedacht haben könnte und trotzdem ist wahr. Ich glaube an Gott, weil für mich dadurch irgendwie erst vieles einen Sinn ergibt, woher ich eigentlich komme, wohin ich gehe und ja, wozu ich auch eigentlich lebe. Ich glaube an Gott, weil ich schon sehr oft gespürt habe, dass er für mich da ist. Der Hauptgrund, warum ich an Gott glaube, ist sicherlich, dass Gott sich immer als einen liebenden Gott vorstellt, als ja, ein Gott, der die Welt, die Menschen liebt. Und das finde ich sehr schön, das finde ich irgendwie, ja, zu wissen, dass man grundsätzlich geliebt ist. Das ist sicherlich der größte Grund für meinen Glauben. Ich glaube an Gott, weil mir mein Glauben Fragen beantwortet, auf die ich in der Welt sonst keine Antworten finde. Ich glaube an Gott, weil Gott immer dasselbe bleibt. In einer Welt, in der es so viel Veränderung gibt und nichts beständig ist, gibt mir das unglaublich viel Halt. Also, ich glaube an Gott, weil in meinem Leben schon ziemlich viele Dinge passiert sind, von denen ich nicht glaube, dass sie Zufall waren, sondern ich glaube, dass Gott die genauso geplant hatte, wie sie passiert sind. Zum Beispiel Menschen, die er mir mit auf den Weg gegeben hat, wie meine Freunde zum Beispiel. Ich glaube, dass es halt alles irgendwie kein Zufall war, dass ich denen begegnet bin, sondern dass Gott es so gewollt hatte. Genau. Für mich war es von klein auf klar, dass es Gott gibt. Unsere Eltern haben uns früh beigebracht, auf Gott zu vertrauen. Und ich finde es wirklich beruhigend zu wissen, dass hinter allem, was passiert, ein Plan steckt, auch wenn man den nicht immer gleich sehen oder verstehen kann. Und meine drei Hauptgründe, warum ich an Gott glaube, sind, ich kann Gottes Wirken in meinem Leben spüren, er hat schon sehr viel in meinem Leben verändert und ich kann der Natur Gottes geniale Schöpfung bewundern. Drei Sätze. Erstens, ich glaube nicht, wenn ich mich hier so auf diese Erde umschaue, dass das Zufall ist. Zweitens, Gott zeigt sich einfach als beständig und zuverlässig in seiner Geschichte und in seinem Wort. Und drittens, in jeder Religion geht es darum, wie man durch sein eigenes Handeln und Tun Erlösung erlangen kann und zu Gott kommen kann. Aber Jesus ist der Gott,
der Einzige, der Mensch wurde und zu uns kam und dem wir wirklich begegnen können, weil er zu uns kam. Und das sind drei Gründe. Ich war erstaunt, aus welchen Gründen die Leute alles an Gott glauben. Die sind doch sehr unterschiedlich und die Frage ist natürlich auch herausfordernd und die ist nicht so einfach zu beantworten. Die beantwortet man nicht im Vorbeigehen. Deshalb bin ich trotzdem dankbar, dass es ein paar Leute gab, die das doch gemacht haben und die Gedanken mit uns geteilt haben. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, vielleicht findest du dich auch ein paar Antworten wieder und du denkst dir, ah ja, cool. Es gibt doch auch ein paar Leute, die genauso denken wie ich oder denen es genauso geht. Das gibt mir persönlich Mut, dass Menschen gibt, denen es genauso geht wie mir und die, warum sie an Gott glauben. Aber mir ist aufgefallen, die Antworten aus dem Video beruhen meist auf der emotionalen Ebene. Für die einen ist es so, sie können sich an dem Glauben festhalten. Es gibt ihnen die Richtung für ihr Leben. Man kann den Glauben an Gott durchaus auch an Erlebnissen festmachen, die ihn dann im Leben beweisen oder auf ihn zurückzuführen sind. Manche können auch Gott in ihrem Leben spüren, gerade bei solchen Erlebnissen. Bei mir war das im Grunde schnell, oder ist es schnell erzählt, beziehungsweise ja, war es ganz relativ einfach. Aufgewachsen bin ich in einem christlichen Elternhaus und mir wurde somit von klein auf beigebracht, dass es Gott gibt, beziehungsweise ja, dass es gut ist, an Gott zu glauben, und ich wurde so von klein auf geprägt, ging in die Kinderkirche und in die Jungschar, so die christliche Karriereleiter, die man so kennt. Also ich kannte im Grunde schon die meisten Geschichten aus der Bibel. Aber irgendwann hatte ich die Konfirmandenzeit, das war so mit 14 oder 15, und da habe ich gemerkt, dass es schön und gut ist, die Geschichten zu kennen, aber ja, ich muss irgendwann selber die Entscheidung treffen, ob ich ein Leben mit Gott gehen will oder ob ich mich so durchschlage und nicht mit Gott gehe. Und ich weiß nicht, was damals meine Gründe waren, mich für ein Leben mit Gott zu entscheiden, aber ich weiß noch ganz genau, wo es war und wann es, oder ja, wie es war. Und ich wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt die Entscheidung treffen wollte. Und ich kann aus meiner Sicht jetzt deutlich sagen, dass mein Glaube mir in meinem Alltag weiterhilft. Ich weiß, dass ich mit meinen Problemen zu Gott kommen kann und ihm alles erzählen kann, was mich beschäftigt und was in mir vorgeht. Alle meine Gedanken kann ich ihm hinlegen und ich weiß, dass er seine Hand darüber hält und dass er es gut machen wird. Mir gibt der Glaube eine große Sicherheit im Hinblick auf alle Entscheidungen, die ich treffe. Und ich finde häufig Erklärungen, die ich sonst in der Welt nirgendwo finde. Genau. In der Bibel gibt es eine Geschichte, welche ich zu diesem Thema ziemlich passend finde. Und für mich verdeutlicht es, dass es bei den Leuten, die damals gelebt haben, auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Auch da gab es Leute, die mit Zweifel zu tun hatten und mit Gott teilweise auch hart ins Gericht gegangen sind und ihn gefragt haben, was das eigentlich alles soll. Und deswegen will ich euch die Geschichte von Elia erzählen. Die steht in 1. Könige 17, Vers 19 in den drei Kapiteln. Und ich möchte euch kurz am Anfang erklären, was so die Sachlage war, und dann möchte ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar wurde Ahab König über Israel und er hat nicht wirklich das getan, was Gott gefallen hat. Seine Frau hat versucht oder befohlen, die Menschen, die Propheten von Gott umbringen zu lassen, und das war Gott irgendwie ein Dorn im Auge. Das Volk Israel wandte sich ab von Gott und betete andere Götter an. Und deswegen hat Gott Elia gesandt, um das Volk wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das Volk sollte von Elia wieder zum Umdenken bewegt werden
Und deswegen trat er in dem Wettstreit gegen 450 Priester der anderen Götter an. Den hat er auch gewonnen. Und somit wollte er verdeutlichen, dass Gott mächtiger ist als die Götter. Aber der Frau von Ahab hat es wiederum nicht gefallen. Und sie hat wieder gesagt, dass sie wollte auch ihn umbringen lassen. Und deswegen musste Elia zum Berg Horeb fliehen und sich da verstecken vor denen, die ihn umbringen wollten. Jetzt möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in 1. Könige 19, 8 bis 14. Das ist dann da, als Elia am Berg Horeb ist. Und die möchte ich aus der Bibel vorlesen. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm: Komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Er zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes Flüstern. Als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich in ihren Eingang. Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: Was tust du hier, Elia? Er antwortete: Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Elia hat sich hat alles Mögliche getan, um das Volk Israel wieder auf den richtigen Weg zu führen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht an irgendwelche Götter glauben sollen, sondern dass sie an Gott glauben sollen. Und ich kann das irgendwie ein bisschen nachvollziehen, wie es Elia da gegangen sein muss. Er hat alles in die Waagschale geworfen, was in seiner Kraft, in seiner Macht stand und ja, wofür er Kraft hatte. Aber irgendwie hat es ihm nichts gebracht, im Gegenteil, er wird verfolgt und er wird jetzt mit seinem Leben bedroht. Ich glaube, ja, er hat einfach nicht den Sinn dahinter gesehen und fragt dann Gott letztlich, was es ihm eigentlich gebracht hat. Genau. Aber in diesem Moment, als Elia dachte, er ist irgendwie am Ende und es geht nicht mehr weiter, und als er in der Höhle saß, genau dann kam Gott zu ihm und er ließ Elia nicht allein. Und ja, er hat die Naturgewalten geschickt, aber Gott kam nicht in den Naturgewalten. Er kam erst, als der ganze Trubel vorbei war. Und er kam erst mit der leisen Stimme. Die Geschichte ist schon einige tausend Jahre alt. Aber was können wir davon von uns auf unser heutiges Leben projizieren? Auch heute zeigt sich Gott immer wieder, aber man sieht es nicht gleich. Oft kommt er im Verborgenen. Und mir persönlich wäre es auch manchmal lieber, wenn er einfach, ja, laut mir sagen würde, was Sache ist und was ich tun soll. Aber ich musste oft lernen, dass Gott sich leise zeigt und nicht so, wie ich es gern hätte. Erinnern wir uns nochmal an meine Geschichte von dem Zeltlager. Als vorhin spannend wurde, hatte ich ein bisschen unterbrochen, um die Spannung zu halten. Und um zu wissen, wie es weiterging, will ich es euch jetzt voll erzählen.
Also wir waren die 6 Leute, davon waren 4 Mitarbeiterinnen, die noch die erstes Jahr hatten und relativ jung waren. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Manpower, die man sich vorstellt, um ein riesen Zeltlager für 100 Leute aufzubauen. Und so waren halt meine Gedanken an dem Abend. Und ich will jetzt niemand Unrecht tun, aber so ging es mir halt. Wir hatten noch einige Aufgaben zu erledigen, die körperlich extrem schwer waren und eigentlich schon am Tag davor erledigt waren, sodass der Mittwoch eigentlich immer noch ganz entspannt war. Aber dieses Mal war es halt nicht so. Aber nichtsdestotrotz, es half nichts, da rumzumeckern. Wir mussten einfach weitermachen und das Ding durchziehen. Und wir haben einfach angefangen Mittwochmorgens und haben es einfach Stück für Stück durchgezogen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind schneller fertig geworden als gedacht. Und es kamen immer wieder ein paar Mitarbeiter dazu, die sich dann, ja, immer wieder noch ein paar Aufgaben erledigt haben. Aber wir waren so schnell fertig, dass wir gar keinen Stress hatten eigentlich. Und es war für mich irgendwie eines der besten Aufbauten für ein Zeltlager, wenn es so funktioniert hat am Mittwoch. Und das war für mich so ein Erlebnis, das mir gezeigt hat, dass es sich lohnt, Zeit zu investieren in Zeltlager, in Jugendgottesdienst oder in die Jungschar. Und Gott hat mir gezeigt, dass wenn wir das zur Ehre von ihm machen und es veranstalten, dass er nicht dann uns irgendwie im Regen stehen lässt und die ausweglose Situation, dass er uns da nicht alleine lässt. Ich habe ihm damals nicht um Hilfe gebeten und gesagt, hey, mach doch, dass der Aufbau reibungslos funktioniert. Ich habe einfach nur gesagt, warum klappt's nicht? Und ja, ich war da mit meinen Zweifeln und hatte ausschließlich die Zweifel. Aber in dem Moment habe ich gelernt, auf Gott zu hören. Und ja, ich konnte seine Gegenwart spüren. Du denkst jetzt vielleicht, okay, nice, die Erlebnisse mit Gott und das ist alles schön und gut. Vielleicht hattest du auch schon solche Erlebnisse und hast die Anwesenheit gespürt von Gott. Und vielleicht kannst du auch schon davon weitererzählen. Aber vielleicht kann es auch sein, du bist gerade an dem Punkt und du denkst dir, ja, klasse, was der mir gerade erzählt. Aber ich hatte noch nie irgendwie so ein Erlebnis mit Gott und hatte es noch nie gefühlt, wie Gott da sein muss. Oder du denkst dir, ja cool, aber wenn ich in meiner Klasse diskutieren will und sagen will, ja, warum ich an Gott glaube und du dann ausgelacht wirst, weil das auf Gefühlen beruht, die keiner so richtig nachvollziehen kann, dann möchte ich dir ja heute ein bisschen eine Hilfestellung geben und versuchen dir ja ein paar Argumente zu liefern, die mich persönlich überzeugt haben, dass es Gott gibt und die dich vielleicht stärker machen in der Diskussion oder die dich in deinem Glauben bestärken. Vielleicht magst du auch einfach nur deinen Glauben ein bisschen hinterfragen und ein bisschen ihm ein gutes Fundament geben. Und dann habe ich jetzt so ein paar Punkte, wo ich sage, das spricht für mich, dass es Gott gibt. Der erste Punkt, so aus meiner Sicht, was für eine Existenz Gottes spricht. Wenn wir uns die Menschen anschauen und uns oft gegenseitig anschauen, dann kommt es vor, dass wir uns vergleichen. Es geht mir selber so, wenn ich mich mit meinen Kumpels, ja, wenn wir unterwegs sind oder wir uns treffen und ich vergleiche mich manchmal mit denen und denke mir so, oh ja, dann fallen mir Dinge auf, wo ich sage, ja, das gefällt mir nicht so, was der gerade gemacht hat oder ja, ich sehe es nicht so, dass es gut war. Manchmal kommen auch Dinge vor, wo ich sage, oh nice, dass er das gemacht hat. Ja, deswegen sind es einfach auch gute Sachen. Aber was hat es mit Gott zu tun? Oft machen wir uns Gedanken, ja, was gut und was böse ist. Und ja, die Frage ist, woher kommt das Ganze, was gut und böse ist? Brauchen wir, wenn wir unser Leben leben und denken, ja, das kann gut sein oder das kann nicht gut sein, wer gibt uns nachher das Richtige und wer sagt, was gut und was richtig ist? Irgendjemand brauchen wir ja, der das beurteilt. Und wir Menschen können das wahrscheinlich nicht richtig beurteilen, weil ich denke, jeder hat da so seine eigene Vorstellung, was gut ist und was schlecht ist. Und
Für den einen kann die eine Tat eine gute sein und für den anderen kann es böse sein. Weil, wenn ich mir überlege, für den einen kann eine Notlüge nicht schlimm sein, aber für mich ist es vielleicht schon böse. Deswegen glaube ich persönlich, dass diese Beurteilung nur Gott geben kann, weil er weiß ganz genau, was gut und was böse ist. Deshalb versuche ich mich in meinem Leben danach auszurichten, was Gott denkt, was gut ist. Und glücklicherweise gibt es für mich diese Autorität, die mir zeigt, was gut ist und was nicht. Mir gibt es Trost, dass diese Autorität mir sagt, was ich gut gemacht habe und was falsch war. Ich hätte keinen Mehrwert, wenn ich mir überlege, ich versuche mein Leben so gut zu führen wie möglich und am Ende spielt es keine Rolle, was ich gemacht habe und was da draus wurde. Deswegen spricht es für mich für eine Existenz Gottes, weil er die letzte Autorität ist. Für mich persönlich wird die Existenz im Leben von einem Christen sichtbar. Gott wirkt in einem, vielleicht habt ihr es schon gehört, aber warum gibt es Menschen, die anderen helfen? Warum gehen Leute oder Jugendliche oder junge Erwachsene ein Jahr ins Ausland? Warum gibt es Missionare? Klar denken sich viele, gut, sie gehen ins Ausland, weil sie eine gute Zeit haben wollen oder sie helfen den anderen, weil sie vielleicht nicht die Ressourcen zur Verfügung haben wie mir oder diesen Reichtum. Aber ich glaube felsenfest daran, dass wenn man sich für Gott entscheidet, dass er auch in einem wirkt. Wenn du dich für Gott entscheidest, dann bekommst du den Mut und die Motivation, anderen etwas Gutes zu tun. Du hast die Liebe erfahren, die Gott dir gibt, und die kannst du nicht mehr für dich behalten, die musst du weitergeben. Und ja, deswegen gibt es zum Beispiel hier die Möglichkeit, diesen Jugo zu machen, weil viele Leute von der Liebe erfahren haben und davon weitergeben wollten. Ich hatte so ein persönliches, ein kleines Gespräch, wo ich gemerkt habe, dass Gott wohl in mir wirkt. Ich habe es selber nicht gemerkt, aber mir wurde es gesagt. Und zwar habe ich früher im Eichenkreuz Fußball gespielt. Das ist so eine Mannschaft vom Jugendwerk. Und da treten verschiedene Mannschaften aus ganz Württemberg an. Und ja, das Ziel ist einfach, den Sonntag sinnvoll zu verbringen und eine gute Zeit zu haben und Fußball zu spielen, das machen, was einem Spaß macht. Und wir hatten eines Tages in Laichen ein Heimspiel und nach dem Spiel war ein älterer Herr da, ich kannte den nicht mit Namen, der normalerweise noch nie bei uns in Spielen war oder nicht oft bei den Spielen war. Und er hat zu mir gesagt oder zu uns, ich weiß nicht mehr genau, wie er da noch dabei war, aber er hat gesagt, weißt du, wenn ihr Fußball spielt, dann sieht man euch das an, dass ihr anders spielt. Ihr geht auf dem Platz fairer miteinander um und ihr geht irgendwie anders mit dem Gegner um. Für mich persönlich war das relativ komisch zu hören, weil ich meiner Meinung nach nicht unbedingt immer anders auf dem Fußballplatz war, wie es der in mir gesehen hat. Aber irgendwas hat er gemerkt, dass wir Jesus in unserem Herzen hatten und dass er in uns wirkt. Und ich finde, in der Bibel gibt es einen guten Vers, der das Ganze unterstreicht. In Galater 5, Vers 22 lesen wir nämlich: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und das ist so für mich ein Beispiel, dass wenn Gott in uns ist, dann bewirkt er alle diese Dinge und das hat offensichtlich der Mann in uns gesehen. Zum nächsten Punkt oder zu meinem letzten Punkt, den ich euch mitgeben mag für heute, schauen wir uns nochmal in der Bibel um ein bisschen. Und zwar schauen wir uns die Auferstehung ein bisschen genau an. Für mich ist es das perfekte Beispiel, warum die Bibel wahr sein muss. Weil die Auferstehung ist so für mich was relativ Unfassbares. Es ist so,
was abgefahren ist, wenn man sich überlegt, es stirbt jemand und danach steht er wieder auf und wird einfach nach 3 Tagen wieder lebendig. Und es ist egal, ob das heute war oder heute ist oder vor 2000 Jahren. Das ist immer verrückt. Und die Auferstehung, in der Auferstehung sagt Gott, wie mächtig er ist und was er alles für uns gemacht hat und dass er stärker ist als der Tod. Und klar, die Geschichte hat absolutes Potenzial, erfunden zu sein, wenn man so drüber nachdenkt. Aber wenn man sich die Fakten anschaut, die es gibt, dann ist es auf einmal nicht mehr so abwegig, dass sie tatsächlich stattgefunden haben kann. Schauen wir uns mal genau an, was es belegt, dass es die Auferstehung wirklich gab. Die Geschichte Auferstehung in der Bibel wurde relativ schnell von Augenzeugen aufgeschrieben, und zwar innerhalb von 15 bis 20 Jahren nach dem Ereignis, was für damalige Verhältnisse bzw. für historische Sachen schon echt kurz ist. Schon in 1. Korinther 15, 3 bis 6 schreibt Paulus von der Auferstehung. Und da es damals schon Leute gab, die dem Braten nicht so richtig trauten und das Ganze schon angezweifelt hatten, verweist Paulus sogar auf 500 Zeugen. 500 Zeugen haben die Auferstehung genau gesehen. Und die 500 Zeugen, die lebten zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, noch, oder die haben da noch gelebt. Was es ja relativ einfach machen würde, wenn man Zweifel hatte, konnte man die Leute fragen, egal wo sie waren. Man konnte damals schon reisen und die Leute einfach besuchen und fragen, wie es wirklich war. Der Brief war nämlich auch ein öffentliches Dokument, der sagt, der nachher vor der ganzen Bevölkerung in der Stadt vorgelesen wurde, und somit wusste jeder, was Sache ist. Und jeder hätte irgendwie die Geschichte kontrollieren können, und Paulus hätte sich niemals erlauben können, irgendwelche Lügen da reinzuschreiben. Ein weiteres Indiz für mich ist, dass in allen 4 Evangelien die ersten Personen, die das leere Grab gesehen haben, da werden Frauen genannt. Und früher war es so, wenn man irgendwie eine glaubwürdige Geschichte erzählen wollte über die Geschehnisse, dann war es sicherlich nicht hilfreich, als Zeugen Frauen zu nennen. Der Status der Frau war damals in der Gesellschaft relativ niedrig, was sich glücklicherweise jetzt geändert hat. Und wer hätte also den Frauen glauben sollen? Aber die Verfasser der Evangelien, alle 4, sind dabei geblieben und veränderten die Zeugen nicht, weil sie einfach bei der Wahrheit geblieben sind. Und ja, für mich ist da dann die Wahrheit, oder wird da dann die Wahrheit gesprochen. Warum glaube ich, dass die Auferstehung stattgefunden haben muss? Ganz einfach, wenn man sich überlegt, dass die Jünger und andere einfachen Leute in ihrer tiefen Trauer, die sie nach dem Tod Jesus hatten, weil sie einfach dachten, okay, jetzt ist alles vorbei, sich sagten, okay, wir setzen hin und erschaffen eine Fantasiewelt, die die ganze Menschheit, nachfolgende Menschheit, hinter das Licht führen würde, ist für mich so weit hergeholt und absolut nicht glaubhaft. Ich glaube auch nicht, dass die Jünger es mit einem solchen Kalkül geplant haben, um die Menschen irgendwie, ja, zu verarschen oder so. Ihnen war klar, wenn sie die Geschichte öffentlich machen und wenn sie sagen, was sie erlebt haben und was sie gesehen haben, dann werden sie verfolgt. Sie werden mit dem, oder ja, ihr Leben wird bedroht und sie können dafür sterben. Also warum sollten die Jünger den hohen Preis ihres Lebens in Kauf nehmen und einfach etwas erfinden, was nicht stimmt, und dafür auch noch zu sterben? Weil normalerweise ist es so, wenn jemand eine Lügengeschichte erzählt, dann erzählt er die aus dem Grund, dass er besser dasteht. Er erzählt die sicher nicht, dass er irgendwie einen Nachteil hat. Und die Jünger hatten einfach gar keinen Vorteil von der Auferstehung, im Gegenteil. Nächste Woche feiern wir Ostern und wir feiern, dass Gott auferstanden ist. Und wenn ich mir diese Fakten so anschaue und ich mir denke und mir die vielleicht auch nochmal genauer anschaue, dann bin ich mir sicher, dass die Auferstehung wirklich stattgefunden haben muss.
Wenn sie aber Wahrheit war und wenn sie passiert ist, dann hat es was mit meinem Leben zu tun. Und wenn mir die Reichweite bewusst wird, was die Auferstehung auslöst, und ich, dann kann ich erfahren, was in meinem Leben verändert. Gott bietet mir, dir und jedem das Geschenk der Auferstehung an. Und wenn du es annimmst, dann wirst du sehen, dass es in deinem Leben auch Sinn macht, an Gott zu glauben. Ich will noch mit 3 kurzen Punkten schließen, warum es für mich Sinn macht, an Gott zu glauben. Der erste Punkt ist, den wir gerade hatten. Die Auferstehung ist wirklich passiert. Der zweite ist, Gott verändert dein Leben. Und der dritte ist, er zeigt, dass er da ist. Und dann wirst du es sehen. Amen. Oh, praise his name forever.
Glory.
So, das war's also für heute auch schon wieder. Ich habe noch ein paar letzte Dinge für euch. Zum einen wollen wir heute Spenden für Fredmon sammeln. Das ist eine Missionsgesellschaft, die sich dafür einsetzt, dass in Uganda Kinder aus armen und benachteiligten Familien Schulbesuch und Ausbildung erhalten können. Alle Informationen bekommt ihr eingeblendet. Dann zum Zweiten sind dieses Jahr auch wieder Freizeiten geplant im CFM. Und zum einen ist es die Freizeit für junge Erwachsene in Kroatien vom 21. bis 28. August. Die ist zwar rein theoretisch schon voll, aber es gibt eine Warteliste. Das heißt, ihr habt noch die Chance nachzurücken, wenn das dann soweit ist. Die andere Freizeit ist die Teenie-Freizeit, die dieses Jahr nach Ostfriesland geht. Der Anmeldeschluss ist dort der 31. März und es sind auch nur noch 10 Plätze frei. Das heißt, ihr solltet euch schnell anmelden. Genau. Ich kann nur empfehlen, da mitzugehen. Das könnte euer Leben verändern. Und alle Informationen zu diesen Freizeiten findet ihr auch auf unserer Website cvjm-leichingen.de. Dann findet der nächste Jugo nach aktueller Planung am 31. Oktober statt. Ich habe zumindest nichts anderes gehört, deshalb gehe ich davon aus, dass es stimmt. Und in welchem Format es dann stattfindet, müssen wir sehen. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann bekommt ihr auf jeden Fall als Erste Bescheid und wisst dann wahrscheinlich vor mir Bescheid, wann der nächste Jugo ist und wo. Dann bleibt mir jetzt auch nur noch, mich beim Felix zu bedanken für die Message, euch einen schönen Abend zu wünschen und dann dem Felix nochmal das Wort zu übergeben für den Segen. So, dann möchte ich euch noch den Segen zusprechen und euch unter dem Segen verabschieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.